Hey Leute, ich bin's wieder, Bjarne von Tennis Point, und beim letzten Mal habe ich euch an dieser Serie hier die Top 5 Kontrollrackets vorgestellt. Heute geht's weiter mit den Top 5 Power Rackets, also bleibt dran und los geht's. Als ersten Schläger habe ich da für euch den Wilson Clash 100. Dieser Schläger ist perfekt für Spieler, welche sich einen Schläger wünschen, der etwas leichter ist, explosiv beschleunigt und ein enorm gutes Spielgefühl hat. Der Schläger besitzt nämlich einen 100er Kopf, wie der Name auch schon hier sagt, ist somit ein klarer Kopf, um Power zu generieren. Zudem besitzt der Schläger ein 16-19er Seitenbild und hat einen etwas grifflastigeren Balancepunkt von 310 mm. Und wie am Anfang schon gesagt, der Schläger ist relativ leicht mit 295 Gramm und ist somit auch ein Schläger für Spieler, welche sich eine leichte Beschleunigung wünschen. Aber kommen wir zum nächsten Schläger, und zwar ist das hier der Barbolat Pure Drive. Dieser ganze Schläger hat einen 100er Kopf. Wiegt 300 Gramm, wiegt somit 5 Gramm mehr als der Wilson Clash. Außerdem hat der Schläger einen Balancepunkt von 320 mm, also einen sehr ausgewogenen Balancepunkt. Der Wilson Clash hatte ja eher einen grifflastigeren mit 310 mm. Zudem besitzt der Schläger ein 16-19er Seitenbild und wie schon gesagt, der 100er Kopf generiert natürlich einmal enorm viel Power, ist aber auch sehr fehlerverzeihend. Und für die Tennisspieler, welche einen leicht zu handhabenden Schläger suchen, für die ist genau der richtige Schläger hier, der Head Radical S. Der Schläger besitzt einen 102er Kopf, ist somit der größte Kopf aus der ganzen Runde hier. Zudem wiegt der Schläger 280 Gramm, ist somit auch gleichzeitig der leichteste Schläger aus der gesamten Runde hier. Gerade durch den großen 102er Kopf ist der Schläger einmal viel fehlerverzeihender und durch das leichte Gewicht mit 280 Gramm in der Kombi bringt der Schläger eine enorm gute Power raus. Als nächsten Schläger habe ich hier für euch den Yonex E-Zone 100. Diesen Schläger, wie ihr hier seht, kennt ihr noch gar nicht, weil diesen Schläger gibt es auch noch gar nicht zu kaufen. Das Ganze hier ist auch nur ein Prototyp des Schlägers, das heißt, das finale Design kommt irgendwann im nächsten Jahr vermutlich. Ich habe den Schläger natürlich aber schon mal durchgemessen, um euch die ganzen Daten zu nennen. Und zwar hat der Schläger einmal, klar, einen 100er Kopf, ein 16-19er Seitenbild. Der ganze Schläger wiegt 300 Gramm und hat einen ausgewogenen Balancepunkt von 320 mm. Der Balancepunkt ist also hier bei dem Yonex genauso wie bei dem Radical S und dieser Schläger ist optimal für Spieler, welche sich einen Schläger mit viel Power wünschen. Kommen wir jetzt aber auch schon zum letzten Schläger, und zwar habe ich da für euch den Barbolat Pure Strike 100. Dieser Schläger hat, wie der Name schon sagt, einen 100er Kopf, wiegt 315 Gramm, ist also somit der schwerste Schläger aus der gesamten Runde hier und er hat einen Balancepunkt von 330 mm, ist somit auch eher ein kopflastiger Schläger. Außerdem besitzt der Schläger ein 16-19er Seitenbild und gerade durch die FSI Power Technologie sorgt der Schläger einmal für enorm viel Spin auch, aber natürlich auch klar für Tempo. Letzten Endes ist der Schläger perfekt für Spieler, welche einen großen Wert auf Präzision und Power legen. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die ganzen Schläger hier gefallen. Wenn das so ist, dann schaut gerne mal unten in der Beschreibung vorbei. Dort sind natürlich wie jedes Mal alle Schläger verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Advantage You.